Also, ich bin der Robert Schupp und spiele den Dr. Berger hier bei Schloss Einstein. Und das schon eine ganze Weile. Also, gemeinsam habe ich mit dem Dr. Berger, dass ich auch gerne, bevor ich irgendeine Sache anfange, mir so einen Plan mache oder mir vorstelle, wie das alles ablaufen soll. Und naja, wie man es so kennt, manchmal läuft es nicht so ab, wie man es geplant hat. Und meistens ist es dann für die anderen lustig. Das habe ich mit dem Berger manchmal gemeinsam. Also was ich auf jeden Fall nicht gemeinsam habe mit Dr. Berger, ich hätte nie im Leben Chemie studiert. Das war ein Fach, was mich immer wahnsinnig gemacht hat. Also selbst wenn ich wirklich versucht habe, das zu verstehen, ich habe es einfach nicht kapiert. Also Mathe ging, konnte ich kapieren, wenn ich mich angestrengt hatte, ging das. Aber Physik auch, aber Chemie nie im Leben. Und das hat der Berger studiert und ich muss jetzt immer Chemieunterricht halten und von Sachen erzählen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, wenn wir ehrlich sind. Also ich mochte in der Schule immer gerne Lehrer, die relativ klar gesagt haben, was sie von einem wollen und die gerecht waren und ja, insgesamt so klare Ansagen gemacht haben. Das mochte ich gerne. Und insofern glaube ich, dass ich auch den Dr. Berger eigentlich ganz gerne gemocht hätte. Vielleicht nicht so, was die Fächer betrifft, weil Berger ist ja Naturwissenschaftler und ich habe mich immer mehr für Sprachen interessiert, weil ich das so einfach besser konnte und so und weil das sowas Kommunikatives hat, dann kann dann losgehen, andere Länder mit den Leuten reden, Austausch machen und solche Sachen. Das fand ich immer toll. Und Mathe, Physik, ja, mochte ich auch, aber Sprachen mochte ich mehr. Das ist super, macht mir sehr viel Spaß, weil wir ein tolles Ensemble haben von Leuten, die ja zum Teil aus Erfurt sind, zum Teil kommen die ja extra hierher, ziehen hierher, wohnen dann bei einer Gastfamilie oder so und spielen mit uns. Und das ist eine tolle Sache, das macht sehr viel Spaß. Da sind sehr lustige dabei, manche machen viel Blödsinn, andere weniger. Aber es ist immer eine Gaudi, mit denen zu spielen, macht immer Spaß. Wir haben natürlich auch ganz viele Komparsen. Na, denn wenn wir so eine Klassenzimmerszene drehen, dann sitzen da vielleicht drei, vier von unseren Schauspielern drin und spielen die Szene und drumherum, da eine Klasse nicht nur aus vier Leuten besteht, wie ihr wisst, sitzen noch ganz viele Komparsen. Und die Komparsen, so wie unsere Darsteller ja auch, gehen ja vormittags in die richtige Schule und nachmittags dann bei uns in die Schule, sozusagen. Ja? Und ich habe vormittags frei, weil ich bin erwachsen. Gemeint, ich weiß. Ja, und viele von den Komparsen, die das gerne machen, manchmal sind die dann aber auch schon ein bisschen müde, weil wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst nach der Schule nicht nach Hause gehen, Mittagessen und so weiter, schön ein bisschen ausruhen, ein paar Hausaufgaben und dann Fußball spielen, sondern ihr müsst richtig nochmal in die Schule gehen. Das ist echt hart, glaube ich. Und die sitzen dann manchmal da und gucken so und ich unterrichte, unterrichte, unterrichte. Normalerweise gucken dann die Schüler ja an, aber dann ist es dann so, dass die dann manchmal auch so ein bisschen so. So ein bisschen wegdämmern. Es ist ja immer die Frage, peinlich für wen und lustig für wen. Und ein ganz für mich eher peinliches, aber dann am Ende doch irgendwie auch lustiges Erlebnis war, da haben wir in Arnstadt gedreht, also da, wo wir den Schulhof, da drehen wir den Schulhof, die Schule von außen sozusagen. Und da, wo dieser große Hof ist und da ist ja noch ein Park und so. Und wir haben eine Szene gedreht, wo zwei Schüler eine selbstgebaute Rakete steigen lassen wollen, mit mir zusammen, die wir im Physikunterricht gebaut haben. Und es war Schnee, es war eiskalt. Und wir standen draußen und
Haben da also in der Kälte diese Rakete angemacht und da musste da irgendwie Druckluft rein und dann sollte die so abgehen nach oben. Und ich musste mich immer bücken und das hat immer nicht geklappt mit der Rakete. Ich habe mich immer runtergebückt und die irgendwie aus der Verankerung zu lösen, damit die hochfliegt. Und da bücke ich mich runter und höre ich nur so. Und dann ist mir aber wirklich auf ganzer Länge hinten die Hose gekracht und weil es so kalt war. Ja, ich hatte drunter irgendwie zwei lange Unterhosen. Das hat man so beim Film, weil man steht ja so lange in der Kälte und so. Und dann ist die ganze Hose gekracht und das ganze Team, alle die haben sich nur noch beömmelt. Und ich stand da. Das war schön und schrecklich zugleich.